Herr Kriegspfarrer, wir suchen Sie schon, seit 3 Stunden. Warum? War denn etwas Besonderes los? Der Häftling Arthur Baranowski ist durch kriegsgerichtlichen Spruch wegen Fahnenflucht zum Tod verurteilt worden. Demzufolge findet die Erschießung morgen früh 5.30 Uhr statt. Hören Sie! Ja! Hören Sie! Kriegspfarrer Back ist soeben nach Proskurow abgefahren. Zunächst muss ich mir Klarheit über den Fall verschaffen. Wieso? Was ist hier noch unklar? Wer desertiert, verliert die Rübe. Sorgen auch Sie dafür, Herr Pfarrer, dass morgen alles klar geht. Jawohl, Herr General. Sie wissen ja, morgen früh ist die Exekution des Soldaten Baranowski. Ich bin vom Vinizar hierher beordert worden, um ihn vorzubereiten. Wenn ich morgen früh das Gebet für Baranowski spreche, dann nicht, weil ich billige, was hier geschieht, sondern weil ich darin meine einzige Möglichkeit sehe, einem Menschen, einem von allen verlassenen Menschen, zu helfen. Ich kann doch nicht einfach einen Wehrlosen niederknallen. Einen Deserteur, Herr Oberleutnant. Einen Menschen. Werden Sie es ihm jetzt sagen? Ja.